Oh, da liegt eine TM. Da ist nichts. Dann gucken wir doch mal hier weiter. Frustration. Yay! Also so die richtig geilen TMs packen sie noch nicht unbedingt. Oh, da wollte ich gar nicht hinklicken. Aber gut, dass ich das hiermit auch wechseln kann. Aber die richtig guten TMs wollen sie mir nicht unbedingt geben. Na gut. Oh, das sieht aber cool aus mit dem kaputten Wasserrad. Irgendwie. Da noch irgendwas? Also sag mal, das Spiel ist ja wirklich richtig schön gemacht. Aber in erster Linie auch unglaublich atmosphärisch, dass wir halt nicht nur so richtig schöne Städte haben, sondern eben auch so ein bisschen was, ne? Sowas hier. Also wir müssen ja auch immer noch Jill finden. Plus es soll ja auch noch ein seltenes Geist-Pokémon hier geben. Das können wir ja vielleicht auch noch mal aufsuchen. Immer wieder gucken, ob irgendwo so ein paar Items versteckt sind. Guten Tag. Abend. Hi. Was könnte denn... Also bei der Farm war das seltene Kampf-Pokémon ja Riolo. Was könnte es denn hier wohl sein? Wird wahrscheinlich nicht einfach so Nebulax sein. Hallo Tanzer. Ja, mein Charakter muss auch einfach nicht schlafen. Wie es scheint. Wird überbewertet. Ah, weggekrüttet. Sehr schön. Hi Mimikyu! Wehe nicht! Gracie hat erstmal genug gemacht, dann darf unser kleiner Yorkshire Terrier wieder dran. Das sollte ja eigentlich nicht so das Problem sein. Ich glaube nicht, dass hier random ein Gengar auf Level 10 oder so rumläuft. Jules, was hast du eigentlich damit, dass du dich ständig irgendwo vergiftest? Ich habe langsam das Gefühl, Jules steht einfach auf die Schmerzen. Das ist nicht das erste Mal, dass ihr das passiert ist. Jan to the rescue. Ja, Jules wollte auch ein Gift-Pokémon sein. Deswegen. Das Panikon starrt mich schon so ein bisschen vorwurfsvoll an. So, haben wir das schon mal. Dann bräuchte ich mal ein paar Beeren. Zum einen... Nein, nicht für Jan. Für Jules. Und hatte ich nicht. Ah, das reicht ja erstmal für so einen kleinen Motivationsschub. So. Die Sache ist, wo muss ich jetzt lang? Da, ja, da hätte ich auch einfach auf die Karte gucken können, hätte mir das Gleiche gesagt. Ah, vergesse immer, dass ich da nicht drauf drücken sollte. Irgendwo da ist noch ein Item. Dann gucken wir doch erstmal hier oben. Weil ich denke mal, seine Brille wird vermutlich... Hallo, Nugget! Warum will ich da eigentlich immer rennen? Ich weiß es nicht. Oh, ich kann da... Hi. Rein. Ich glaube, ich habe Lynn gefunden. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich da überhaupt rein kann. Ich dachte eigentlich eher nein. Aber okay. So. Da ist es schon wieder. Warum klingt es so sehr nach... Wir müssen gehen. Jetzt. Komm schon. Okay, wir müssen die Quelle dieser Stimmen finden. Okay. Ich denke, ich habe etwas gehört. Da laufen irgendwelche Leute rum. Das ist nicht wert. Komm schon, das macht Spaß. Wir sollten es einfach nur genießen.
Müssen wir wirklich die ganze Nacht hier bleiben? Yep. Die ganze Nacht ist einfach zu viel. Entspann dich, wir haben Essen. Ja, dann ist ja alles gut. Und ich bin mir sicher, dass wir auch ein Badezimmer finden. Können wir nicht einfach rausgehen? Die warten draußen auf uns für den Fall, dass wir halt frühzeitig gehen. Wer hat das Licht ausgemacht? Und warum sehen die alle gleich aus? So. Was haben wir hier sonst noch? Der Ort hier ist nicht wirklich verflucht, oder? Ich hasse Geist-Pokémon. Solche alten Orte sind alle verflucht, oder? Auf jeden Fall sind hier Gespenster unterwegs. Es könnten halt alle Studenten sein, so von ihren Klamotten her. Aber warum haben die alle die gleiche Frisur, ist so meine Frage. Irgendein Kind ist verloren gegangen und wurde niemals wieder gefunden. Ja, dann würde ich hier auch übernachten. Das kann doch nicht stimmen, oder? Was war das? Oh nein, oh nein. Irgendwer verarscht uns. Wie auch immer, ich habe nichts gehört. Okay. Das ist gerade nicht passiert, oder? Leute, wo ist Sarah abgeblieben? Sie war doch gerade noch hier. Das ist nicht okay. Wir müssen sie finden. Wir müssen uns aufteilen. Ja, bitte? Warum sind Studenten nicht in der Uni? Das kann gar nicht schlimm sein, sie sind nicht betrunken. Wenn du die anderen siehst, dann sag Bescheid, dass Sarah vermisst wird. Aufteilen? Seid ihr verrückt? Habt ihr doch keine Horrorfilme gesehen? Aber das ist der schnellste Weg, sie zu finden. Und je kürzer sie halt alleine ist, desto besser. Ihr zwei geht nach Osten. Und Jack, wir gehen zusammen. Na, ob das so schlau ist, in einem angeblich verfluchten, dunklen, verlassenen Ort die Freundin zu finden, die plötzlich von jetzt auf gleich verschwunden ist? Es ist ganz schön dunkel hier drin. Gruselig, oder? Okay. Das war eine der ersten Fabriken der Region. Aber sie hat auch die Umgebung verpestet. Und also dann haben sie geschlossen. Und seitdem ist sie verlassen. Tut mir leid, Geschichtsstunde ist over. Ist over. Mhm. Richtig. Wir müssen die Quelle dieser Geräusche finden. Ich gehe schon mal vor und guck, was ich finden kann. Du solltest dich auch oben sehen, okay? Okay. Nur mal so aus Interesse. Kann ich wieder raus? Und tschüss. Ich wollte noch kurz gucken, was hier oben ist. Dann gehe ich auch brav wieder rein und suche nach Sarah. So ein Unmensch bin ich nicht. Aber es muss alles seine Ordnung haben. Entkommen! Ja, aber weißt du, dann gehen die da rein. Mitten in der Nacht. Gut, das ist wahrscheinlich gerade Zufall, dass es mitten in der Nacht ist, aber trotzdem. Und ja, dann verschwindet plötzlich eine Person und dann, ach ja, wir teilen uns auf und suchen sie. So, hast du von den Steinen gehört, die die Entwicklung beeinflussen? Oh, er hat einen gefunden, während er trainiert hat. Oh. Die Sache ist, was mich noch so ein bisschen unsicher macht, es hieß ja bei dem Rätsel von wegen irgendwas mit Frage und man soll sie ablehnen. Aber ich hoffe mal nicht, dass es da irgendwie mit verbunden ist. Dann, ja. Richtig hart gebaitet. So von wegen, ja, alle Starter entwickeln sich mit einem Stein. Also könnte man hier den Entwicklungsstein für den Starter bekommen. Hier, ein Ewigstein. Kein Grund mir zu danken. Da hast du recht! Wie mies! Richtig, richtig mies. Was ist denn hier in der Ecke noch? Da würde ich gerne nochmal gucken, dann habe ich den Bereich nämlich fertig und dann kann ich auch guten Gewissens wieder in das Haus reingehen. Ja, das wäre zu einfach, ich merke das schon. Da komme ich. Kann ich schon einmal im Kreis laufen, denke ich mir? Och Gott, ja, dich habe ich schon. Und tschüss. Da oben ist, glaube ich, sogar ein Doppelkampf.
Diese Farbe von dem Nidoran ist so knallig. Leben wir eigentlich noch? Ich denke. Also ich glaube, hier läuft man tatsächlich einfach einmal im Kreis. Ja, da oben war noch irgendwo ein Item, fällt mir gerade ein. Okay. Da ist noch ein Trainer, das ist gut zu wissen. Okay, hier läuft man wirklich einmal im Kreis. Dann gehe ich erstmal in das Gebäude rein, dass wir das auf jeden Fall abschließen können und dann gehen wir weiter. Ich habe einen Pokéball gefunden. Ja, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, das Itemradar. Von der anderen Seite, denke ich. Hoffe ich, eventuell. Mal gucken. Ist da ein Green Circle? Weiß ich nicht, sind wir alle paranoid geworden? Ich guck gleich nochmal. Komme ich da irgendwie rüber? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht doch von der anderen Seite? Und ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. Zwischen den Bäumen, vielleicht auch das. Green Circle? Ihr meint... Ach, ihr meint das im hohen Gras? Eventuell? Wie komme ich denn da hin? Ich habe keine Ahnung, ich komme da irgendwie nicht durch. Na, mit dem Fahrrad vielleicht. Ihr meintet das hier im hohen Gras, nehme ich an? Oder was war euer Green Circle, den ihr gesehen habt? Leute sehen Dinge. Oh. Mal gucken, ob ich hier irgendwo was noch in den Bäumen finde. Wir können ja alles mal überprüfen. Ja, Fahrrad im Sumpf. Was könnte schon schief gehen? Aber ich wüsste nicht, was ich da machen kann. Dann gehen wir doch erstmal ins Gebäude rein. Beziehungsweise ich gucke nochmal eben, wo hier oben das Item war. War hier nicht irgendwo eins? Ich dachte. Dann halt nicht. Dann gehen wir erstmal wieder rein in die Fabrik. Was soll schon schief gehen? Wollen die eigentlich kämpfen? Die Musik plötzlich! Mir ist so langweilig, kämpf bitte mit mir. Du lebst ziemlich gefährlich hier drin, aber okay. Battle Guild Student. Okay. Oh, der Hintergrund. Richtig cool angepasst. Machen wir es mal so. Wenn ich Jules raushole, ist sie sowieso direkt wieder vergiftet. Deswegen hat Janis auch mal abgefangen für sie. Aber der Hintergrund, wie gesagt, ist echt schick. Vielleicht sind die auch alle vom Brave Vesperia oder so. Oder aus der Pikamitense-Gilde. Wir wissen ja, glaube ich, alle, welche Gilde cooler ist. Ja. Nein. Doch. Nein. Muss ich leider deine Gilde verlassen. Brave Vesperia hat Carol. Das ist halt schon ein Problem. Und Pikamitense hat dich. Von daher gesehen, schon gewonnen. Ja, die Liebe zum Detail ist wirklich gut. Allein, dass sie hier die Hintergründe auch wirklich angepasst haben und scheinbar auch selbst gepixelt haben. Jules, you can do it! Carol, größer Wachdienst. Die Frage ist, wer vom Wachdienst wäre Carol?
Der ist der Jüngste. Der Jüngste. Alessandro also. RIP. Eso. Dann zack. Und dann bräuchte ich, glaube ich, auch noch mal kurz ein bisschen Heilung. Da sind meine Tränke. Aber Carol ist toll. Nein. Für mich ist Carol der schlimmste Charakter in Vesperia. Dementsprechend ist das nicht unbedingt ein Privileg. Und super Trank. Steht da eigentlich irgendwas dran? Excello Factory Floor 1. Okay. Und da. Oh, hier gibt es viele Pokémon drin. Und da unten ist wahrscheinlich dann wieder der Anfang. Genau. Da kann ich noch rein. Achso, hier ist eine Küche. Da lief gerade eine rum, ja. Aber ich bin gekonnt abgehauen. Da lief eine Küche rum? Ja, da lief eine Küche rum. Moment, das war noch ein weiter. Da. Machen wir es mal so. Kann ich mich hier auch mal ordentlich umsehen. Also da haben wir, wie gesagt, eine Küche. Eine saubere Küche ist eine glückliche Küche. Und da ist noch eine andere, kleinere Nachricht. Es ist umgekehrt. Es ist unmöglich, hier glücklich zu sein. Wow. Ich meine, ich finde das ja okay, wenn Leute so eine Gemeinschaftsküche haben, dann quasi den Hinweis dran zu hängen, räumt euren Scheiß weg, damit es schön ist. Und dann jemand drunter einfach, ja, man kann hier nicht glücklich sein. Das ist schon etwas traurig. Fangen wir mal hier an. I see. Na, kann ich einfach so einen Rotom mitnehmen? Ich glaube nicht. Rotom ist das Geist-Pokémon? Stimmt! Das mysteriöse Geist-Pokémon könnte tatsächlich Rotom sein. Und dann kann man. Und dann kann man hier direkt die Form ändern. Hätte doch was von Rotom. Ja. Dann so die Washing Machine oder so, keine Ahnung. Die Musik macht mich fertig. Ja, ich weiß nicht. Sieht cool aus. Ja, das stimmt. Ich glaube, was wäre denn cool bei Rotom? Nicht der Rasenmäher. Was hast du denn so ein Team jetzt oder was könnte dir noch fehlen? Also Feuer brauchst du ja schon mal nicht. Wasser oder Eis? Könnte man nehmen. Eis könnte ganz gut gegen Flug-Pokémon sein, die dir aktuell auch ein bisschen wehtun. Ja. Wie jetzt in dem Falle gerade. Ja, es tut schon ein bisschen weh. Wobei er hat eh Elektro als Standardtyp, das heißt, das ist sowieso gut gegen Flug. Oh. Also ich glaube, Wasser ist somit eigentlich der Beste. Wasser, Eis oder vielleicht auch das Ventilator-Ding. Aber der Ventilator ist, glaube ich, sogar der, den man am allerwenigsten. Dann hat es keine Bodenschwäche nicht mehr. Oh, wait. Ich bin nur ganz schön auf die Nase teilweise. Ich muss ich doch noch mal... Was habt ihr alle mit eurer rechten Hand? Doch noch mal raus. Ah, Neubart. Kai, was versuchst du da? Warum sieht das FM aus, als würde es auf dem Pott sitzen? Können wir da bitte mal drüber reden? Halt auf! Jetzt habe ich die Wurst rausgedrückt! Deswegen bin ich jetzt verwirrt! Ja, wenn ich mir sowas angucken würde, wäre ich auch verwirrt. Hat Funk Sitter mit Jan trifft? Pebolite, danke schön für 16 Monate Treue.
So. Ich schaue aber noch mal eben kurz auf der Höhe, wo ich jetzt bin, auch wenn ich schon ziemlich angeschlagen bin, aber Kai macht das schon. Kai carried uns jetzt. Und dann gehe ich vielleicht noch mal raus. Genau, hier war der Factory Room. Okay. Factory Floor 2. Heißt, hier geht's weiter. Ich habe nichts gesehen. Also hier scheint es auf jeden Fall noch höher zu gehen. Da ist noch ein Trainer. Huch. Und von hier bin ich gekommen. Kevich, dankeschön, dass du Kai einen Sub geschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. War Kai's Sub abgelaufen? Offensichtlicherweise gar nicht so drauf geachtet. Dankeschön. Also. Wie gesagt, ich gehe mich mal... Gerade nicht, aber danke, dass du fragst. Geh mich mal eben noch mal heilen. Kai kriegt immer Subs geschenkt, Baby Rage. Oh. Ja, in Hell ist der Sumpf schon noch mal ein bisschen schöner, das stimmt. So. Dann gehen wir einmal kurz zum Pokémon Center. Ist schon kein Schutz mehr? Hm? Ist schon keine Schutz mehr? Doch. Aber kann gerade ein blödes Pokémon. Ich habe einfach nicht noch eins eingesetzt, weil ich eh fast in der Stadt war. Ach so. So. Haben wir das auch schon mal? Dann einmal kurz speichern. Wobei das Spiel jetzt nie irgendwie komplett abgeschmiert ist, aber es kann, glaube ich, trotzdem nicht schaden. Also manchmal... Es läuft halt nicht so hundertprozentig flüssig, aber das haben wir auch schon festgestellt. Okay. Gut, im Sumpf komme ich sowieso nicht voran. Deswegen macht das jetzt nicht so den größten Unterschied. Da komme ich ja erstmal nicht ran. Okay. Dann wieder rein in diesen wunderschönen Ort. Okay. Dann haben wir hier noch einen Trainer. Und da vorne war ja noch ein Durchgang. Können wir uns ja erstmal merken. Nur ich denke, der Durchgang wird auf jeden Fall richtig sein, weil ja dieser Geist da zu sehen war. Mirror Match! Naja, weil ich auf die Uhrzeit gucke. Hast du Lust, die Schweinchen gleich zu füttern? Makoto macht sich gerade bemerkbar. Wird Kai es schaffen, sich selbst zu besiegen, obwohl er langsamer ist, obwohl er ein Level höher ist. Weil er scheint ein bisschen Speed-Tight zu sein. Jawohl. Jan bekommt mehr Reaction. Ja, ja. Ab und zu füttert Jan auch mal. Tja, zumindest besser als das hier. Quick, quick food! Ja. Makoto ist immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Essen geht. Kann ich aber verstehen, Essen ist schon lecker. Er ist auch einfach viel zu gerne. Und viel zu gerne auch viel zu viel. Ist immer so gemein. Ich werde immer so schnell dick, wenn ich viel esse. Deswegen muss ich halt echt gucken, mich da zurückzuhalten. Aber ich will einfach gar nicht. Ein Meri-Stream. Heißt, ich stelle da eine Cam auf, zeige euch die ganze Zeit die Meris und wir unterhalten uns dann? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Level 12. Gracie muss wieder nach vorne.
Wieso? Ich habe Sinn gefunden. Also ist doch hier der richtige Weg? Auf jeden Fall, die Geräusche, die sie wahrgenommen hat, kommen von dem Bereich hinter diesem elektromagnetischen Feld. Aber es muss irgendeinen Weg geben, da durchzukommen. Ups. Braucht eine Art Keycard. Könntest du vielleicht danach suchen. In irgendeinem alten Lagerraum eventuell. Okay. Dann wissen wir, was wir jetzt machen müssen. So, von da bin ich gekommen. Ich habe den Salat zerfleddert. Und gerade schon drei Stück halt reingeschmissen, während ich ihn weiter zerfleddert habe. Ja. Und Makoto schnappt sich eins, fängt an zu essen. Akechi schnappt sich eins, fängt an zu essen. Futaba läuft zu Akechi Stück und versucht, ihn wegzunehmen. Oh. Danach kam noch mehr runter, also haben sie lang genug gehabt. Oh, ein Ibis. Ibis ist schon cute. Warum hat es bei Erstauner seine Klaue rausgeholt? Aber okay. Habe ich was Spannendes verpasst. Zumindest keine Shinies diesmal. Nur sehr kryptische Rätsel. Yay! Gracie hat's geschafft. Ob es hier auch Ibis gibt? Ich meine, gut, wir hatten in einem der letzten Projekte erst einen Ibis, aber es wäre trotzdem ganz schön insgesamt. So, was haben wir hier noch? Ein Schutz. Oder Superschutz. Oh, man kann sich hier heilen drin. Ja, in dem Haus würde ich auch sofort schlafen. Das ist praktisch. So, Resting Area. Okay. Der erste König der Region hat 100 Jahre lang regiert. Das ist das Golden Age. Okay. Und das wurde jetzt in meinem Journal vermerkt. Oh, okay. Ist sogar 5 schon. Das heißt, ich hätte da wahrscheinlich noch mehr Bücherregale anlabern können im Laufe der Zeit. Gut zu wissen. Hatte ich dich schon? Nein. Die Musik springt aber auch sofort in die Ohren. Wer legt sich da freiwillig rein? Tja, oh, es ist so happy. Es sieht so glücklich aus. Es ist richtig, I'm here, loving you. Und dann peitscht es Jules erstmal aus. Aber das macht dir ja nichts aus, haben wir ja festgestellt. Süß. Aber es muss ja trotzdem besiegt werden. Gute Erfahrungspunkte. Roselia. Da habe ich doch tatsächlich eine gute Antwort mal für. Die EP, ja. Ah gut, es war auch schon Fluet. So. Ja, Floette ist halt schon echt ein sehr süßes Pokémon. Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, der Crit war schon schlimm genug. Nicht noch vergiften, bitte. Und Level 14 für Jan. Sehr schön. Feuerzahn. Dafür habe ich bestimmt noch Platz. Ich glaube, Vulcano ist ja auch eher physisch. Mhm. Und Evoli. Das kann dann Kai erledigen. Es wäre lustig, wenn Kai sich demnächst mal entwickeln würde, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ob sich Kai überhaupt entwickeln wird im Rahmen der Demo, wage ich zu bezweifeln. Aber ich würde mich schon ein bisschen OP fühlen, mit einem Lucario rumzulaufen. Das auf jeden Fall. Dafür, dass das sehr effektiv ist, war das jetzt nicht mehr so viel Schaden. Das geht schon noch besser. Aber es ist auch nur eine Vakuumwelle.
Also Kai, wenn das jetzt nicht reicht, bist du tot, ne? Nur so angemerkt haben. Okay.